Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer hitzigen Folge von Yoshi's Crafted World. Wir sind in Zanrosts Fabrik angelangt und da ich keine Ahnung habe, was das heißt, schauen wir jetzt zusammen gemeinsam rein. Ich bin mir sicher, ist nur eine Vermutung, dass es vielleicht was mit Zahnrädern zu tun haben könnte. Vielleicht ist es aber auch einfach nur sehr weit hergeholt. Wir werden sehen. Und da wären wir auch schon. Yoshi! Boah, hier sind Zahnräder. Ich hatte einfach recht, Geist. Ach man. Und sogar Riesenzahnräder, let's go. Die waren auch vorne auf dem, ich würde mal sagen, Vorschaubild wie bei Mario. Aber wir sind ja hier auf so einer 3D-Overworld-mäßig. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, da hat man diese Zahnräder, die großen, schon gesehen. Guys, wie immer, wenn ihr hiervon nichts mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo, ne Morda. Dann kriegt ihr immer straight up eine Benachrichtigung, sobald ich ein neues Video hochlade. Und über ein Like würde ich mich auch freuen, weil sich eh keiner diese Folgen anguckt. Deswegen freut es mich, wenn du da draußen, ja genau, du jetzt ein Like da lässt. So, genug Gelaber für heute. Starten wir direkt rein und sammeln die Herzen ein. Warte mal, kann ich da hoch? Ja. Let's go. Es fängt gut an. Es fängt gut an. Gibt's das? Frage hier jetzt auch? Nein. Okay. Oh, hier müssen wir schnell sein. Oh, 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 oh. That was close. Da haben wir auch schon alle. Ey, es ist schon wieder so warm heute, Guys. Ich will mich gar nicht darüber beschweren. Ich nehme das Video gerade in der Woche auf, wo eh fast keine Videos kommen, weil es einfach so warm ist aufzunehmen. Ich hoffe, ich schaffe heute noch ein zweites Video aufzunehmen. Ohne dabei einen... Alles klar. Ohne dabei einen Hitzetod zu sterben. Ich habe all meine Eggs verloren. Woher soll ich wissen, dass das komplett in die Lava sinkt, Mann? Ich habe hier einen Zeitdruck. Wir brauchen auf jeden Fall gleich wieder einen Gambelomaten. Ja, natürlich. Wäre ja auch cringe gewesen, wenn der jetzt nicht getroffen hätte. Toll, eine Coin. Ne, ich laufe weiter. Okay. Flipps herab. Und wir holen uns ein paar Eggs. Wir essen natürlich auch euch auf und... Natürlich ist das ein Level, wo die Lava steigt und ich den Sprung nicht hinkriege. Hallo? Ich muss die ganzen Coins einsammeln. Vielleicht ist eine rote dabei. Jo. Und tot. Was passiert jetzt genau? Alles. Das ist unfair. Dann nehme ich jetzt nicht so viele Eggs mit. So. Ganz schlau machen wir das. Sam, dann haben wir hier ein bisschen mehr Zeit. Ja, look at this, look at this. Hier sind Red Coins. Oh no. Mach auf! Okay, haben wir. Was haben wir? Oh, let's go, wichtig. Wenn du mich jetzt hier tötest. Ey, ich hätte so geschrien. Da ist die Lava. Da ist die Lava. Sind wir oben safe? Ich denke schon. Oh, okay. Okay, Guys, wir müssen uns wieder voll konzentrieren. Für heute habe ich das Thema Hitze mitgebracht. Guys, ich kann euch keine Themen mitbringen, über die wir reden, wenn es so heiß ist. Das klappt einfach nicht. Wir müssen es einfach akzeptieren, dass das heute ein sehr heißer Tag ist. Mal wieder. Es ist, glaube ich, sogar der wärmste Tag überhaupt, seitdem ich aufnehme. Ich glaube, wir haben 35 Grad und hier drin könnt ihr safe nochmal 2-3 Grad dazu rechnen. Da hinten ist eine Maus. Guten Tag. Nein, was passiert? Da drippt das einfach. Ja. Keine Ahnung, wie ich da unten hinkommen soll. Ah, Lava destroyed das. Oha! Wir haben schon eins verpasst. Was? Oh, come on. Ich dachte, wir fangen heute mit einem guten so Level an, was wir zu 100% komplettieren können. Dann halt nicht. Da hinten sind nie Blumen drin. Da hinten ist immer nur Geld drin. Okay, wir steppen hier vor. Ich esse ich, weil dich brauche ich, um dagegen zu werfen. Für Heilung auch wichtig. Heilung wird häufig unterschätzt. Mlem? Okay. Ja. Let's go. Nur für Coins? Ey, sorry, dass ich mich hier so konzentrieren muss, aber es ist warm.
Oh. So und so und rüber. Genau. Das Ding ist, wenn es warm ist, dann muss ich mich besonders konzentrieren, weil mein Hirn einfach Matsch ist. Also, es ist insane, wie warm es heute ist. Und deswegen, ich rede in letzter Zeit in den Folgen nur noch über warm. Ich sollte die Folgen vielleicht nicht im Sommer aufnehmen. Oh, ah, man kann nicht auf die draufspringen. Okay, das wäre auch geklärt. Das war noch was ich wissen wollte, ob man auf die Cannonballs springen kann. Ja, schlaue Leute würden jetzt hier lang gehen, ja. Mlem. Oh, nein, schlaue Leute würden hier lang gehen. Mlem. Let's go. Nein, hier wäre der Tod. Man wird hier einfach zerquetscht. Wie mies. Bin ich gut. Boah, gegen den Strom hier ist auch nicht so nice. Was gibt's hier? Nein, bitte. Oh Mann, ich dachte, da gäbe es jetzt so das Secret, wenn man hier wieder runterspringt, aber scheinbar nicht. Deswegen smashen wir hier gegen und kriegen nochmal Heilung. Und hier ist schon das Ziel. Bitte was? Ich habe gar nicht mit einem Bossfight jetzt gerechnet. No way! Yeah. Du schon wieder? Du machst mich fertig. Kein Schritt weiter. Magie, 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 Magie. Magie, 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 Magie. Magie, Magie. Ich mach jetzt Riesenzahnrad, dagegen kämpfst du. Magie, Magie, Magie. Der heißt, wartet, Norbert. Ich finde, der sieht aus wie Norbert. Und echt, oh mein Gott, beruhigen Sie sich doch. Get it? Binnen. Wichtig, wichtig. Oh, Mlem, komm her. Okay, jetzt müssen wir das Ganze schon strategisch angehen. Oh, damn. Oh mein Gott, aber ich... Bam. Okay, nächste Phase. Das war's? Ich bin also sowas von enttäuscht. Was war das denn? Ich dachte, ja, komm, Lava-Welt, so Lava-mäßig. Also erst hatten wir eine Ultra-Horror-Welt mit den Killer-Clown of Doom und allem. Schaut euch dafür die letzte Folge an. Und jetzt kriegen wir einen Bosskampf, der ultimativ easy ist. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht auch. Nun ja, ist ja egal. Hauptsache, wir kommen weiter. Ey, ich sag gar nichts. Irgendwie sieht das schon so final aus. Ist heute schon die Finale? Nein, halt. Wir können hier für $0 gamblen. Das heißt, wir können zweimal gamblen. Vielleicht kriegen wir das goldene Paket. Nee, kriegen wir nicht, okay. Einmalig kostenlos, was gelten wir? Und was Rotes, wäre auch schon nice. Jawollo, hoho. Wir gelten. Wir bekommen, was bekommen wir? Den einzig wahren Elektrolift. Ah, das sind die Dinger, die gerade hoch und runter gehen. Zieh ich an, dadurch haben wir ein paar extra Treffer. Wie viel haben wir durch Rot? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt schon actually länger nicht mehr aufgenommen. Es tut mir leid. Also durch die, ich glaube, durch die haben wir 3 und durch die großen 5. Also durch die goldenen haben wir 5. Das weiß ich auf jeden Fall. Aber durch die blauen weiß ich nicht. Okay, das sieht irgendwie schon, also wirklich maximal final aus. Und wenn der jetzt sagt, gib mir 100 Grinseblumen, hau ich ihn. 20 wäre okay. Hätte ich doch nur 30? An der Stelle gibt es einen ganz kurzen Schnitt und ich hole ein paar Grinseblumen. Bis gleich. Und damit hätte er seine 30 Grinseblumen. Es hat actually gar nicht so lange gedauert, wie gedacht. Ich habe, glaube ich, jetzt so 10 Minuten oder so gebraucht. Das ist auf jeden Fall noch machbar. Ich bin einfach so in alte Welten gegangen, wo sehr viele gefehlt haben. Und bin dann in die reingegangen, weil da die Chance, welche zu finden, am höchsten ist. Und ich habe jetzt, glaube ich, 3 Level oder so bloß gespielt. Ah, auf der Suche nach Traumjuwelen. Verstehe. Und ich habe etwas Schimmerndes zu Boden fallen sehen, gleich da hinten. Und jetzt ändere ich mitten im Satz meine Stimme. Immer weitergehen, dann stößt du genau drauf. Der Kerl in Blau ist gerade hier durchgebraust. Beeilung. Ich bin schon da. Das sieht so final aus, Guys. Jetzt bin ich maximal hyped, Guys. Let's go. Oh mein Gott. Uiuiui. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Guys, wenn ihr genauso gehypt seid, dann lasst jetzt ein Like da und schreibt Hashtag Ultrafight in die Kommentare. Let's go. Rein da. Ich bin mega gehypt. Da ist es.
Das letzte Traumjuwel. Und da ist sie. Die Traumsonne. Wir wissen alle, dass das nicht so einfach wird, ja. Also, wer hier dachte, jetzt ist vorbei, weiß ich nicht. Ja, vielen Dank für eure Mühe, meine allerliebsten Yoshis. Endlich haben wir alle Juwelen und alle Träume seiner Habgierigkeit werden wahr. Und es war all unsere Mühen wert. Endlich! Los, mach schnell! Ich will, dass mein Traum wahr wird! So sei es, eure Überschwinglichkeit! Nur zu, was ist euer Traum? Ich will den größten, bösesten, coolsten Roboter! Yeah. Ist die Traumsonne böse, weil die guckt böse? Oder wird sie durch Bowser Jr. einfach beeinflusst? I don't know. Aber ich habe auf jeden Fall Angst vor dem, was jetzt kommt. Oh boy. Alle Yoshis tot. Das sieht insane aus, guys. Das sieht ganz, ganz arg insane aus. Es sieht aus wie eine fliegende Festung. So ein bisschen. Oder eine rollende Festung, aber nicht wie ein Roboter. Der große König Bowser. Jo, herzlich willkommen zum Final Bossfight. Damit habe ich so gar nicht gerechnet. Wieso hat er Spielzeugautos an seinen Händen? Also, ich kann noch nicht angreifen. Okay, wir haben ein, zwei, ich nenne sie jetzt mal Kamikaze-Guys. Okay, wir müssen die Cars kaputt machen. Get it, get it. Aber die sind irgendwie nicht so krass. Schick mir noch mal ein paar... Kamikaze-Guys. Ah, nein, schade. Wichtig? Wichtig, wichtig, let's go. Ich habe keine Eggs mehr. Ich glaube, wir hätten jetzt auf ihn ballern müssen. Egal, wir kriegen wieder welche. Mlem. Mlem, am besten schon aus der Luft fangen, damit sie gar nicht erst die Chance haben, am Boden aufzukommen. Bam. Ah, okay, wir können nicht doublen. Oh, aber wir müssen... Oh mein Gott, wir müssen stompen. Okay, okay. Irgendwas passiert. Egal, wir bleiben flyen. Wir bleiben im Flug. Immer wieder drücken und drücken. Okay. Damn, das ist ein Hammer. Hammer time. Ja, also der klingt zu cute, als dass er wirklich wehtun könnte. Trotzdem, wir wollen es ja nicht herausfordern. Oh, das sind nur Rockets. Das sind die Raketen, Guys. No! Damn, einfach Kreissägen, die aber echt gut dodgebar sind. Bam! No! Weiß ich jetzt nicht. Haben wir. Schieß noch mal ein paar Guys. Ja, I don't care about the normal rockets. Oh, let's go! Oh, es kommen wieder die... Super, duper Kettensägen, die gar nichts können eigentlich. Bam. 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 Zweiter Treffer. Der Bosskampf ist, also die Musik finde ich, vielleicht bin ich auch wieder mal der Einzige,
Aber die Musik, ich finde sie einfach maximal unpassend. For real. Das ist keine epische Final Boss Musik. Oh, jetzt dreht es sich. Alles klar. Und nochmal. Das ist ja die dritte Phase. Da werden wir jetzt nochmal ganz eskalativ. Das kann schießen. Lol. Das sind so Dornsäulen wie in Mario. Nur, dass es halt hier... Oh, damn. Nur, dass es halt hier Bleistifte sind. Und die Kettensägen sind back, so wie Englisch auf Rücken. Oh, jetzt sogar hier. Oh, das war... Oh, ja, okay. So, ich habe ja noch eins. No! Rein da! Nein! Nicht gut. Gar nicht gut. Wir haben nur zwei jetzt. Oh, und er kommt mit seinen Sägeblättern. Ja, was soll ich denn hier machen? Die sind ein bisschen... Die zweite Reihe ist schlecht. Bam. Ich hab nichts zum Throne. Sorry, man. Das Feuer finde ich jetzt irgendwie nicht so spektakulär. Also, weil man viel zu viel Zeit einfach zum Wegrennen noch hat. Komm. Bam. Shazam. War das der Bossfight? Dann bin ich irgendwie enttäuscht. Gib mir die Herzen. Nein. Der Roboter ist besiegt. Doch ist damit auch Baby Bowser besiegt. Was? Was hast du seiner Herzhaftigkeit angetan? Keine Sorge, ich helfe euch. Eure Hilflosigkeit. I don't like where this is going. Traumsonne, gib deiner Hoheit noch mehr Kraft. Yeah! Ich habe es wohl übertrieben. Yeah. Oh, damn, es geht nicht, weil da kriegen wir wenigstens Full Heal oder so. Ich hätte mir was Goldenes anziehen sollen, glaube ich. Oh, boy. Ja, weiß ich nicht, 999, da hätte jetzt 666 hinstehen müssen. Und dann halt nur drei Zahlen. Egal. Mega Baby Bowser. Ich habe Angst. Ich kann Axe schießen. Das bringt gar nichts. Okay, er macht so ein bisschen Fire Attacks. Was das bringen soll, keine Ahnung. Ich bin in einem 2D-Spot. Oh boy. Oh boy. Yeah! Der ist bestimmt wichtig, oder? Ja, weil da sind Geist drauf. Dumm. Komplett lost, was ich hier mache. Ich glaube, wir müssen den Hammer treffen. Okay, Guys, ich habe den Hammer. Damit könnte ich ihn abwerfen. Oder brauche ich mehr Items? Ich check's nicht ganz. Nee, ich get es nicht. Straight up nach da drüben. Komm schon. Okay, wir kriegen wieder Guys. Essen. Laufen. Wir haben zwei Hämmer. Ich weiß nicht so ganz, was das wird. Es sieht aber gut aus. Okay, er ballert wieder. Hui, ganz entspannt. Oh mein Gott, ganz entspannt. Alles klar. Er übertreibt komplett. Das finde ich irgendwie immer noch ein bisschen wack, weil ich den Sinn davon noch nicht ganz verstehe. Weil, also, die gehen echt langsam. No, wir müssen erst dahin. Für den Guy. Bitte, please. Okay, macht nicht den Hammer. Und wir müssen jetzt wieder Flammen ausweichen, okay. Das ist immer noch keine gute Final Boss Mucke. Also es tut mir leid. Bowser Jr. Vor allem Baby Bowser, Mega Ultra Drachen Bowser. Weiß ich nicht, wer du eigentlich bist. Aber also ist schon wack, deine Musik. Wir müssen mal deine Playlist updaten. Oh, ich weiß, was ich machen muss. Seht ihr diese Trompeten? Da hätte das reingemusst. Bam. Damn. Lol. Okay.
Wir warten, bis er näher steppt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ist doch nicht so entspannt. Alles klar. Alles klar. No. Er macht wieder Feuer. Ja, das ist mega unnötig, weil er mich damit nicht... Also, es kann mich immer nur ein Feuerball treffen. Bam. Bam. Wie viel noch? 4000. Ein Treffer vielleicht noch oder zwei oder wie auch immer. We will see. Was tut er? Was tut er? Ich hätte echt gerne... Okay, er macht wieder das da. Ich achte diesmal nur auf die Kleinen. Die Großen kann ich im Augenwinkel begutachten. Damn, knapp. Also ihn an sich treffen kann man nicht. Was ist dieser Feuerball? Unsympathisch. Oh, das wird doch ein bisschen close. Ich weiß nicht, wir haben so viele Eggs. Haben wir? Okay, haben wir auch. Er macht oben. Ja, dann macht er unten so einen schnellen wieder. Kennen wir jetzt die Masche. Nein, nein. Lauf, lauf, bitte, bitte, bitte. Let's go, let's go. Und wenn es nicht geklappt hätte, wir hätten noch eine Rakete auf der anderen Seite, die es noch nicht verbraucht. Jetzt kann es gerne vorbei sein. Ich habe nur noch ein einziges Herz. Ein Treffer, ich bin down. Please, please, please. Es hört sich gut an. Erstmal was trinken. Wie kannst du es wagen, seiner Hochlichkeit so etwas anzutun? Das wird nicht ungesühnt bleiben. Yeah. Yeah. Ah. Okay. Und wie sieht's aus? Nein, 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 egal, wir sind durch jetzt. Okay. Die Traumsonne. Setzen wir doch die Sternjuwelen ein. Die Traumjuwelen, es tut mir leid. Und damit ist auch die Sonne wieder glücklich. Und so bekamen die Yoshis endlich ihre Traumsonne zurück. Zusammen träumten sie, dass sie zu ihrer Insel zurückkehrten und alles wieder beim Alten ist. Und die Traumsonne half ihnen. Keine Ahnung, man lasst mich irgendeine Story erfinden. Ist doch langweilig, wenn man nur Video hat, ohne dass irgendwer talkt, nicht? Meine Güte. Und sie bekamen ein Schiff. Gebaut aus dem aus der stärksten Pappe des pappkartiellen Universums. Also gut. Alle wieder zurück. Damn! Wir kommen zum Fazit dieses wundervollen Abenteuers. Ich fange wie immer mit den positiven Punkten an. Die Spielwelt. Die Spielwelten sind einzigartig. Die Spielwelten sind wunderschön designt. Die haben ihren Charme. Jede Welt hat ihren eigenen Charme, der sich gut durchzieht. Die Level wiederholen sich nicht. Jedes Level hat eine Idee, die sich von Anfang bis Ende durchzieht und nichts wiederholt sich. Es ist also kein Mario Bros. es ist
kein normales Jump'n'Run. Wir haben 3D-Aspekte. Wir laufen manchmal nach hinten in den Background. Wir kommen manchmal nach vorne. Wir sammeln verschiedene Items ein, um uns Sachen zusammen zu kleistern. Es ist wunderschön. Die Story ist... Es ist ein Spiel für Kinder. Was soll ich zur Story sagen? Es gab keine krassen Plot-Twists. Die Bosse waren auch alle einzigartig. Auch wenn sie ein Stück weit zum Ende hin, also vor allen Dingen jetzt das Zahnrad, was wir heute erledigt haben, das fand ich schon sehr einfach. Das fand ich schade, da hätte ich mir einen schweren Boss vorstellen können auf jeden Fall. Aber muss ja nicht, es ist wie gesagt ein Spiel für Kinder. Wenn wir gerade schon diese Dschungelpassage sehen, die Schlange war wirklich die absolute Hölle. Für die Leute, die sich noch an die Schlange erinnern, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Ich hasse die Schlange. Wir hatten einen Race, einen Pub-Rennen, was mega nice war. Wir sind mit einem Flugzeug geflogen, war mega nice. Wir durften einen riesengroßen Dinosaurier davonrennen. Das war mega nice. Also sehr, sehr viele positive Punkte. Die negativen Punkte. Auf jeden Fall der Grind zu den 100%. Das Spiel ist leicht, keine Frage. Aber die Schwierigkeit kommt durch den Grind für die 100% auf jeden Fall zustande. Also es ist wirklich schon fast insane, wie schwer manche Dinge zu holen sind. Wir hatten ein, zwei Grafikbugs, die zähle ich aber hiermit nicht dazu. Schließlich spiele ich das Ganze in 4K mit 60 FPS auf einem Emulator. Da kann es schon häufiger mal zu Bugs kommen. Deswegen nimmt das dem Spiel nicht übel, das ist meine Schuld, okay? Kleiner Kritikpunkt. Der Außenorbit, die Welt, wo wir mit der Rakete auf den Mond fliegen und wir Mondgravitation hatten, das war einmal. Wir hatten, glaube ich, in einem Level Mondgravitation und danach waren wir zwar immer noch so außerhalb der Erde oder wie auch immer man die Yoshi-Welt jetzt beschreiben soll, und wir hatten trotzdem normale Anziehungskraft. Also wir konnten nicht so... Also wir konnten keine Moonjumps machen und das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein kleiner Kritikpunkt. Und sonst, wir hatten einen verdammten Horrorclown, der mit einer Axt uns hinterhergerannt ist und uns damit den Kopf abhacken wollte. Das Spiel ist für Kinder. Ich fand's mega nice. Also wirklich, das ist mein Favorite Level von allen. Es ist wirklich insane. Ich bin sehr stolz darauf, dieses Spiel endlich gespielt zu haben. Vielleicht schaue ich mal noch Yoshi's Woolly World an. Mal gucken, ist ja der Vorgänger. Von dem weiß ich tatsächlich nicht so viel, aber mehr als von dem Spiel, weil ich schon die erste Welt, glaube ich, so gespielt habe mal. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel. Deswegen freue ich mich umso mehr, vielleicht das irgendwann mal zu bringen. Die Yoshis gingen alle nach Hause und lebten glücklich weiter. Danke fürs Spielen. Ey, ich habe zu danken. Es war wirklich eine Wonne. Dieses Spiel war wunderschön.